Hallo, ihr sexy Frauen da draußen. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben. Und los geht's. Hallo, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex. Heute wird es eine ganz besondere Folge werden, weil ich diese Folge nicht alleine machen werde. Es wird nämlich, so hoffe ich zumindest, relativ häufig mein Freund zu Wort kommen, denn das Thema der heutigen Folge ist Männer und Frauen im Vergleich. Was will er eigentlich und was will sie? Und ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich das mit einem Mann zusammen diskutiere, dieses heiße Thema. Und wir werden uns natürlich größtenteils auf das Thema Sexualität beschränken. Wobei, wir werden mal schauen, ob sich das überhaupt so beschränken lässt oder ob das nicht doch ausgeweitet wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Erstmal möchte ich natürlich meinen Freund begrüßen, den ihr ja auch schon aus vergangenen Folgen kennt, da er immer mal wieder zu Wort kommen durfte und seine geschätzte Meinung preisgegeben hat. Also schön, dass du dabei bist heute. Dein Name wird ja nicht verraten. Ich bin der Freund. Der Freund mit der tiefen Stimme. Das ist immer so lustig, weil immer wenn du meinen Freund sagst, ist das so leicht befremdlich irgendwie. Ich weiß nicht wieso, ist total faszinierend, aber es ist okay. Das bin ich übrigens sehr gerne. Also ganz sicher wird ja auch in dieser Folge das ein oder andere Klischee auftauchen. Und wir gucken mal, dass wir das ein oder andere vielleicht widerlegen oder auch belegen können. Fangen wir doch mal direkt mit dem ersten an, was mich zum Beispiel brennend interessiert. Es gibt ja so dieses Klischee, dass Männer nur Sex wollen und Frauen wollen die Liebe. Was würdest du dir zum Beispiel dazu sagen? Das stimmt. Na, vielleicht nicht ganz so einfach. Oder Frauen brauchen Liebe für Sex und Männer brauchen Sex für Liebe. Das muss ich erstmal verstehen. Frauen brauchen Liebe für Sex, Männer brauchen Sex für Liebe. Ich weiß nicht, Sex gehört einfach dazu, zur Liebe. Und wenn man Sex hat in einer Liebesbeziehung, ist der ja immer viel, viel schöner als einfach so Sex in einer Affäre oder sowas. Aber ich glaube, es ist schon vielleicht so, dass wir Männer mit, wie soll ich jetzt mal so, weniger zufrieden sind. Weißt du, wir brauchen vielleicht nicht dieses ganze Feuerwerk, bevor es dann irgendwie losgeht, sondern wir könnten auch ab und zu, glaube ich, schneller mal zur Sache kommen, als vielleicht die Frau sich das wünscht. Ach so, aber das ist doch dann jetzt eher das Vorspiel, oder? Meinst du jetzt gerade das Vorspiel, dass ihr das nicht braucht? Ja, nicht eher, aber einfach so, manchmal ist ja, wir müssen einen schönen Abend machen, wir müssen essen gehen, weißt du, so das ganze Thema. Und weil ich dann ja auch weiß, dass du vielleicht dann, das bringt dich dann eher in Stimmung, wenn das dann alles so eingeleitet wird, ganz langsam. Und ich denke einfach so, wir könnten doch jetzt aber einfach uns die Kleider vom Leib reißen und einfach Sex haben und danach kuscheln. Und hat das was mit Liebe zu tun? Na klar. Mich ist die Liebe ja auch in dem ganzen Drumherum gegründet. Und deswegen ist das für mich irgendwie nicht, es ist für mich so ein bisschen trennbar auch. Wir können ja mal am Anfang auch schauen, was es denn eigentlich für Gemeinsamkeiten gibt. Also was ich ja zum Beispiel jetzt mal behaupten würde, ist ja, dass ja einfach beide, sowohl Männer als auch Frauen, die das Bedürfnis nach Sex haben, nach gutem Sex. Und dass ich würde jetzt mal behaupten, dass das, dieser Wunsch, dieses Bedürfnis bei Männern aber akzeptierter ist als bei Frauen. Also zum Beispiel habe ich selber aus meiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auch dieses Bedürfnis geäußert habe und vielleicht auch mit wechselnden Sexualpartnern und das vor anderen erzählt habe, dass das gesellschaftlich nicht so sehr akzeptiert ist wie andersherum. Und trotz alledem würde ich ja sagen, auch im Sinne der Gleichberechtigung steht es doch beiden Geschlechtern zu, dass wir ein Bedürfnis nach Sex haben, wie hoch auch immer das ist. Also zwischen uns ist der Konsens, glaube ich, schon der, dass du deine Sexualität genauso äußerst oder deine Lust auf Sex wie ich auch. Und ich genieße das ja auch, ich mag das ja auch, wenn du mir zeigst, dass du Lust auf mich hast. Ja. Also da kann ich jetzt gar nicht... Ich glaube, da sind bestimmt einige Männer anderer Ansicht, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber vielleicht auch wieder aus so einer Unsicherheit heraus, weil irgendwie, oh Gott, wenn die Frau Lust äußert,
dann bin ich vielleicht auch unter Druck gesetzt, weil vielleicht kann ich dieser Lust nicht, vielleicht kriege ich sie nicht genug befriedigt oder ich kann dem nicht gerecht werden. Und deswegen wird es vielleicht auch verteufelt. Könnte ich mir vielleicht einfach mal so vorstellen, wenn ich mir jetzt mal was zurechtkonstruiere. Findest du es denn von Vorteil, wenn die Frau ganz klar auch ihr Bedürfnis danach bekundet? Ja, natürlich. Das hat ja auch für mich einen Vorteil, dass ich dann irgendwie nicht im Trüben fische. Also irgendwie dann weiß ich, dass sie Lust hat. Dann ist es doch für mich eigentlich vielleicht sogar dann mit Vorfreude verbunden, wenn ich weiß, wenn ich heute Abend nach Hause komme, können wir uns einen schönen Abend machen und uns auch ein bisschen austoben. Und was hältst du, oder vielleicht weißt du es ja auch von anderen Männern, was hältst du von Frauen, die auch zu spontanen Sexabenteuern bereit sind? Würdest du die jetzt vielleicht niedriger oder höher einstufen, vom Potenzial deine Partnerin vielleicht zu werden? Also als du das jetzt so gerade gesagt hast, klingelt natürlich schon so im Hinterkopf dieses Bitch. So, ja, genau, das würde mich aber interessieren, wo das herkommt. Das ist halt so Klischee-Denken, ne? Wie du ja sagst. Also ich glaube, wenn ich jemanden kennenlernen würde, würde das tatsächlich im ersten Moment bei mir so zucken, wo ich dann so, aha, so ist das, also so eine leichte Frau, die irgendwie auch so, weil darauf kann ich mich als Mann nicht dann verlassen, gefühlen. Ich will ja Sicherheit haben und jemand, der sowas macht, da habe ich das Gefühl, da bin ich nicht sicher, dass die das nicht dann ständig macht oder sowas. Ich glaube, daher kommt das. Und wenn du jetzt Single wärst und du würdest eine Frau draußen treffen, die dich jetzt fragt, hey, wollen wir jetzt sofort Sex haben, würdest du darauf eingehen? Ich würde nach der Kamera suchen. Weil das unrealistisch ist? Ach so. Da habe ich jetzt übrigens mal eine nette Studie zur Hand. Und zwar laut einer Umfrage sind 2/3 der Männer zu spontanen Sexabenteuern bereit, während sich aber nur 20% der Frauen mit fremden Männern abends treffen würden. Wiederum sind Frauen gefragt worden, ob sie denn eigentlich etwas gegen One-Night-Stand hätten. Grundsätzlich haben Frauen nichts gegen One-Night-Stand oder auch so spontanen Sex mit einem Fremden, aber worauf es denen halt ankommt, ist, dass dafür ein Mann sehr, sehr attraktiv sein müsste. Also beispielsweise, wenn du jetzt Frauen fragen würdest, sag mal, würdest du jetzt spontan mit George Clooney ins Bett steigen, dann würden die meisten Frauen wohl doch ja sagen. Okay, und du? Ja. Okay, wir müssen an dieser Stelle den Podcast beenden, weil ich meine Freundin kurz in Ruhe sprechen möchte. Nein, okay. Ja, also es hat tatsächlich wohl was mit dem Grad der Attraktivität zu tun, wie schnell sich Frauen darauf einlassen würden. Ich glaube, es ist halt auch sowas, wenn du dir das als Frau im Theoretischen vorstellst, ist es nochmal was anderes, als wenn es im Praktischen passiert. Und ich glaube, da sind Männer einfach anders. Und die würden wahrscheinlich schon vorher sagen, ja, ich würde es machen und machen es dann aber nachher auch in der Praxis tatsächlich. Ja, wir sind vielleicht da auch ein bisschen anspruchsloser. Sonst geht es dann halt um die Gelegenheit, ne? Cool. Ich habe jetzt die Gelegenheit, Sex zu haben. Ich habe jetzt die Gelegenheit, meinen Samen zu verstreuen, um möglichst viele Nachkommen zu zeugen. Ich habe keine Ahnung. Und doch, das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also ich würde da schon so die Evolutionstheorie heranziehen und würde schon sagen, dass Männer da einfach weniger wählerisch sind, eben ja, weil sie sich verbreiten wollen. Okay, ich gehe dann mal kurz nochmal in die Kneipe. Ich komme später. Oh, der Kneipe. Oh je, ich will nicht wissen, wen du da jetzt abschleppst. Ja, also ich finde das auf jeden Fall super spannend, wenn man mal so die Unterschiede auch wissenschaftlich feststellt und wenn man da mal schaut, wie würden denn eigentlich Männer und wie würden Frauen antworten, denn bei aller Unterschiede, die wir sonst irgendwie so festmachen wollen, glaube ich, dass manche Sachen auch einfach evolutionstechnisch vorgegeben sind. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Und da können wir noch so sehr sagen, ja, wir sind ja so emanzipiert, wir Frauen, und wir würden das eben ganz genauso machen und dann letztendlich sprechen aber die Umfragen dagegen. Also zum Thema Evolutionstheorie und Menschen habe ich ja auch so meine eigenen Gedanken. Ich glaube halt auch immer wieder, ich sage immer wieder, wir sind haarlose Affen. Ich glaube auch, dass wir noch viel, viel stärker Opfer unserer Triebe sind, als wir uns irgendwie klar machen. Zwar haben wir den Verstand da vorgeschaltet, aber der ist ja ganz leicht irgendwie dann doch außer Kraft zu setzen. Und das zeigt ja dann diese Studie, die du da rezitiert hast, dass irgendwie 2/3 aller Männer sofort mit einer Frau schlafen würden, weil es dann ja die Möglichkeit gibt, sozusagen sich fortzupflanzen oder wie auch immer. Spricht ja dann irgendwie, der Verstand wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, meine Freundin sitzt zu Hause, das darf ich ja gar nicht machen. Und dann auch, wenn ich nur kurz um die Ecke gehen muss und die Möglichkeit habe, dann, ach, was soll's. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Ja, ich würde da auch so ein bisschen daraus ableiten, dass wir
viel mehr auch einfach über unsere Bedürfnisse sprechen, über unsere echten Bedürfnisse und eben mal dieses, was da vielleicht häufig als innere Stimme irgendwie auftaucht, die sagt, nein, du darfst das nicht, das gehört sich nicht, auch bei Frauen vor allem, dazu ermutigen und als Männer vielleicht auch zu ermutigen, Frauen zu sagen, hey, sag, wenn du etwas möchtest, sag, was du möchtest, oder? Ja. Warum lachst du? Ich lache jetzt irgendwie... Weil das ist ja so, ich finde das so, dass wir jetzt aber nicht unbedingt im Rahmen dieses Podcasts zu erörtern, vielleicht sondern in einem anderen, weil es ist, glaube ich, so der Klassiker, wo wir Männer sagen, wir stellen euch Frauen diese sehr klaren Fragen und wir kriegen sehr selten sehr klare Antworten. Und woran liegt das? Das ist eine Frage, die würde ich gerne an dich richten. Ich glaube, das hat wahrscheinlich was mit Scham zu tun. Also wenn wir es jetzt mal doch nochmal wieder zurück auf dieses sexuelle Bedürfnisthema lenken, das ist wahrscheinlich eine Schamgeschichte, weil du dann vielleicht denkst, Gott, das kann ich ihm noch nicht erzählen, das ist vielleicht zu intim, zu pervers, ich weiß nicht, was auch immer. Und dass man dann sagt, nee, es ist alles gut so. Ne? Mm. Also das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Faulheit ist. Also Faulheit im Sinne von Konflikte zu vermeiden. Weil vielleicht bin ich auch erst irritiert, wenn du mir etwas sagst, was du gerne haben möchtest, machen möchtest oder sonst irgendwas. Und dadurch entsteht ein Konflikt und eine Diskussion und da hast du dann vielleicht keine Lust drauf. Und ich dachte, oh, nee, jetzt dann diese Diskussion jetzt wieder, nee, dann halte ich lieber die Klappe und mache das so wie immer. Also ich kenne eben auch Männer, die sagen, dass sie es total gut finden, wenn Frauen wissen, was sie wollen und auch wenn sie es halt mitteilen. Klar, das hilft ja auch, sich selbst zu verbessern. Also wenn man jetzt in der Beziehung denkt und im Sex in der Beziehung, wie mehr Informationen ich von dir bekomme, desto mehr Möglichkeiten habe ich ja auch, die Dinge besser zu machen. Das könnte ich auch als Kritik durchaus aufnehmen, dass ich das jetzt nicht richtig mache und deswegen das vielleicht generell nicht richtig mache und deswegen ein Versager bin und deswegen frustriert bin. Was glaubst du denn, was es da jetzt eigentlich für eine gute Lösung für geben könnte, dass eben Männer auch dieses, du hast es eben Triebverhalten genannt, dass die das quasi in den Griff bekommen, also in den Griff bekommen, klingt jetzt so negativ, halt in einer Beziehung, also wie kann man damit in einer Beziehung denn eigentlich gut umgehen? Weil wenn wir jetzt von diesem Triebverhalten wissen oder von der Tatsache, dass Männer gerne jagen, wie kann man das denn eigentlich gut für sich als Beziehung lösen? Tja, du könntest drüber sprechen, wie wir schon gesagt haben, natürlich irgendwie das, weil ich jetzt habe ich gerade überlegt, wie ist denn das, wenn ich dir jetzt so sage, hey, ich will jagen gehen, ich gehe heute Abend mit meinen Kumpels los und wir gehen jagen, ich komme heute Nacht wieder. Was willst denn du dann machen? Das weiß ich nicht. Also ich finde es ja immer spannend zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Themen und wenn die jetzt auf dem Tisch sind, dann sind sie einmal da. Also dann ist es halt ausgesprochen. Also ich würde es, glaube ich, deswegen zum einen nicht machen, weil ich genau das, wie ich es beschrieben habe, diesen Konflikt nicht so kurzfristig Bock drauf hätte, weil dann müssten wir das irgendwie nochmal ausdiskutieren. Ich weiß nicht, ob wir es ausdiskutieren müssen. Und auf der anderen Seite schwingt dann ja auch das Gefühl mit zu sagen, okay, wie du mir, so ich dir, ist das mir diesen Preis wert, dass ich jetzt jagen gehe und du im Rahmen der sexuellen Gleichberechtigung das auch machst. Und das hinterlässt dann ja schon irgendwie auch ein komisches Gefühl bei mir. Dann sage ich gehe lieber ein bisschen rumflirten, na klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich erlege jetzt das nächste Mädel, um meinen Trieben nachzugeben. Aber ich persönlich habe jetzt auch nicht so das Riesenbedürfnis, möglichst viel meinen Samen irgendwie zu verteilen aktuell. Ehrlich gesagt finde ich es auch ein bisschen arm, in Anführungsstrichen, nur zu sagen, ja, wir unterliegen dann unseren Trieben und nachher sowas auch damit zu entschuldigen, weil bei aller Triebhaftigkeit ist es ja dennoch so, dass wir eben mit einem Verstand ausgestattet wurden und dass wir, wenn wir in einer Beziehung sind und uns ist diese Beziehung eben etwas wert und wir haben uns committed, dass das ja auch aussagekräftig ist. Ich glaube, da sind dann irgendwie noch andere Themen vielleicht in der Beziehung, vielleicht kein erfülltes Sexualleben mit der jetzigen Partnerin oder was dann noch nicht bearbeitet wurde, was dann eher dazu führt. Ja, aber ich denke schon irgendwie, dass in einer sehr, sehr langen Beziehung das durchaus irgendwann ein Thema wird. Also wenn ich jetzt mich selbst mal kritisch hinterfrage, kann ich mir schon vorstellen, dass ich irgendwie in, ich sage jetzt mal, 10 Jahren unserer Beziehung auch mal, sage ich, hätte jetzt auch mal Bock, doch irgendwie mit einer anderen Frau zu schlafen. Oder kann ich jetzt Stand heute nicht genau sagen, aber ich behaupte ja immer, der Mensch ist ein sequenziell monogames Wesen. Und irgendwie wird es dann irgendwann vielleicht doch ein gewisses Verlangen geben. Aber auch da würde ich dann sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn, der Situation dann gerecht zu werden? Aber das ist halt nicht jetzt, deswegen mache ich mir da jetzt keinen Kopf drum. Wenn wir jetzt vor allem noch so ein bisschen auf die Frage eingehen, was Männer denn eigentlich wollen, dann habe ich zum Beispiel häufig das Feedback bekommen von Männern, dass sie sich leidenschaftliche Frauen wünschen und dass sie sich sowas wünschen, wie dass die Frauen sich fallen lassen können. Ich halte nur immer diesen Ausspruch, ja, du musst dich nur fallen lassen können, immer für ein bisschen schwierig, weil Frauen, die es jetzt vielleicht nicht können oder die auch nichts damit anzufangen wissen, für die ist das dann schwierig umzusetzen. Aber was würdest du denn eigentlich dazu sagen, so zu diesem Ausspruch, leidenschaftliche Frauen, und was ist das für dich?
Also Leidenschaftlichkeit ist natürlich etwas, was sehr erstrebenswert für mich ist oder für quasi auch alle Männer, auch gerade im sexuellen Kontext, weil Leidenschaftlichkeit im Bett ist ja sowas wie, wenn es halt richtig kracht. Also ich stelle jetzt gerade keinen besseren Begriff für. Ich glaube, das ist für viele Männer, Leidenschaft ist dann auch so ein bisschen, bam, super, man räumt den Tisch ab und schmeißt den anderen drauf und überall fällt irgendwas runter. Man beißt sich in den Hals, zieht sich an den Haaren. Das ist so irgendwie so, glaube ich, so plakative Leidenschaft, nenne ich sie jetzt mal. Und das kann auch durchaus eine einmalige Geschichte sein, die voller Leidenschaft ist. Und was würdest du jetzt sagen, wie sieht eine leidenschaftliche Frau für dich aus? Also jetzt noch nicht mal nur so an äußeren Merkmalen, so, aber wie gebärdet sich eine leidenschaftliche Frau? Eine leidenschaftliche Frau ist irgendwie, ich nenne es jetzt mal so, in ihren Gesten zum Beispiel ausladend. Die Stimme ist wahrscheinlich wahrnehmbar. Ich sehe in der Erscheinung und in den Bewegungen irgendwie eine Selbstsicherheit, eine gewisse. Und vor allem aber auch mit sich selbst zufrieden sein. Ich glaube, dann ist man auch erst wirklich so leidenschaftlich, wenn man nicht in der ganzen Zeit in so einer Außenbetrachtung auf sich selbst ist. Weil das ist, was ich durchaus auch schon öfter erlebt habe in meinen Beziehungen, dass ich einfach mal so das Gefühl hatte, dass die Frau, wenn ich gerade mit ihr etwas anstelle, nicht da ist so richtig, sondern ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn jetzt ein Spiegel neben uns sein würde, würde sie die ganze Zeit gucken, ob der Bauch nicht zu weit rausguckt, ob die Haare irgendwie sitzen, weißt du, ich habe das immer so oft das Gefühl, dass es jetzt nicht um das geht, was wir hier machen, um das schöne Gefühl dabei, sondern auch irgendwie so eine Art Contest, weißt du, so, also das muss dann, ich muss dem, also ich habe das schon öfter das Gefühl gehabt, dass die Frau denkt, dass sie im Bett dem Mann auch immer noch möglichst gut gefallen muss und wenig an sich auch dabei denkt. Das ist dann nicht irgendwie für mich Leidenschaft, sondern Leidenschaft ist für mich, wenn beide denken total an sich, aber dadurch sind sie trotzdem perfekt für den anderen. So würde ich es fast mal versuchen zu beschreiben. Da habe ich ja auch mal eine Umfrage gemacht unter Männern und habe mal Männer gefragt, was denn für sie eine begehrenswerte Frau ausmacht. Und es ist interessanterweise eben nicht ein schöner, makelloser Frauenkörper, sondern viel eher eine Frau, die sich halt in ihrem eigenen Körper wohlfühlt. Und da bin ich auch selber der festen Überzeugung, wenn du dich eben in deiner eigenen Haut wohlfühlst, dann strahlst du das auch nach außen aus. Und ich glaube, das ist dann eben auch was du dann im Bett auch ausstrahlst, was tausendmal mehr ausmacht, als ob du eine perfekte Haut hast oder ob du Zellulite an den Oberschenkeln hast oder sonst irgendetwas. Es ist dann völlig nebensächlich, sondern also für mich ist auch eine leidenschaftliche Frau eben eine, die sich so mit ihrem Körper liebt, auch wenn das ein oder andere Kilo vielleicht zu viel ist. Das, finde ich, kann man dann auch umschreiben mit, ja, das ist dann auch eine Frau, die sich fallen lassen kann. Das kann ich total bestätigen. Also eine leidenschaftliche Frau habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so die Kim Basinger unbedingt vor Augen, sondern irgendwie eine Frau, die klar ist und wahrnehmbar ist. Und ich würde sagen, wir Männer finden es viel, viel attraktiver, wenn wir sehen eine Frau, die hat Makel, also oder ist halt nicht das Role Model, wie es in der Werbung vorkommt, ist aber da trotzdem mit sich selbst irgendwie so glücklich, nenne ich es jetzt mal, und versucht nichts zu verstecken, weil alles, was versteckt wird, bin ich erst recht neugierig drauf. Das will ich ja sehen, was ist denn das? Und dann, wenn dann jemand damit nicht gut umgeht, oder es gibt auch viele Frauen, die sind eigentlich total attraktiv, sind aber so harsch mit sich selbst, weil da irgendwo doch noch eine Ministelle ist, die nicht dem Werbeplakat entspricht, würde ich, glaube ich, 90% der Fälle dann für die nicht perfekte Frau bevorzugen, die aber irgendwie okay mit sich selbst ist und dadurch irgendwie viel mehr Leidenschaft entfachen kann mit sich und mit mir als die tolle, schöne Frau, die aber die ganze Zeit eben immer nur in den Spiegel gucken muss und eigentlich die ganze Zeit Angst hat, dass irgendwas nicht richtig bei ihr ist. Ja, kann ich absolut auch nur andersrum bestätigen. Denn ich finde, Männer sind ja auch in manchen Sachen irgendwie unsicher. Und wenn ich das als Frau wahrnehme, dass da eine Unsicherheit ist, dann bin ich da immer erst recht neugierig. Ab dann gucke ich auch da drauf. Also ich habe immer so dieses Beispiel von einem Mann, der ganz oft betont, dass er Probleme hat mit seinem kleinen Penis. Und in meiner Wahrnehmung hatte er aber gar keinen kleinen. Und erst als er es verbalisiert hat, war es dann auf einmal ein Thema und auf einmal war es halt im Raum. Also was nehmen wir da mit? Ja, ich denke, mit sich selbst im Reinen zu sein, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt. Du kommst da eben viel auch hin durch Selbstliebe, durch Selbstakzeptanz. Und ich kann dir auch nur sagen, dass die Bilder, die man auch so sieht in Hochglanzmagazinen, dass die alle geschönt sind. Photoshop. So, jetzt ist die Wahrheit raus. Ja, und natürlich auch solche Sachen, dass du halt als Frau auch sagst, dass du zeigst, was du willst. Dass, ich meine, das ist vielleicht jetzt auch kein Geheimnis, dass Männer sich auch mal ganz gerne verführen lassen, oder? Ja, unbedingt. Ich finde das ja, da mag ich aber auch das Zwiespielen total. Also das mal ist der eine der starke Part oder der selbstbewusste Part und dann der andere wieder. Also
ich weiß, dass das Frauen es total genießen, verführt zu werden, genommen zu werden oder eben die passive Rolle spielen können. Also wenn ich, da kann ich jetzt nicht nur für mich sprechen, das weiß ich auch von diversen Kumpels, die dann auch sagen, Mann ey, warum muss ich denn immer hier Gas geben und warum muss ich immer hier das Zepter in der Hand halten? Ich hätte eigentlich auch mal total Bock gefickt zu werden, in Anführungsstrichen. Also einfach auch mal da liegen und genommen zu werden, ohne jetzt vergewaltigt zu werden, wie auch immer man das nennt, sondern einfach irgendwie der passive Partner zu sein. Und sich verwöhnen zu lassen und steuern zu lassen. Und auch da mal loszulassen. Das kann ja auch gerade für sehr kontrollierende Männer auch mal eine tolle Übung sein und eine tolle Erfahrung, das mal geschehen zu lassen. Okay, also Männer wollen auf jeden Fall auch mal verführt werden. Und ich glaube auch, dass ganz schön viele Männer von den Frauen begehrt werden wollen. Also so wie wir Frauen es natürlich auch lieben, Komplimente zu bekommen, finde ich, dass wir Frauen auch mal ein bisschen spendabler sein dürfen, mit Komplimenten auch dem Mann mal zu sagen, hey, du siehst heute super aus. Ja klar, auch wir Männer tun gut daran oder beziehungsweise uns tut es gut, wenn wir von Frauen auch gespiegelt bekommen, dass wir begehrenswert sind oder eine Fähigkeit haben, die sie total faszinierend finden oder ähnliches. Ja, und das hat natürlich auch einen Effekt, ne? Also weil du stärkst ja damit das Selbstbewusstsein des anderen, egal ob du jetzt als Mann oder als Frau gerade ein Kompliment gibst, dass dieses gesteigerte Selbstbewusstsein, das hat auf jeden Fall Auswirkungen, auch beim Sex, Ausrufezeichen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Da wäre aber auch was, wenn ihr uns Komplimente gebt, klar, das hilft mir sehr in meiner Männlichkeit und macht mich glücklich und vielleicht auch dann beim Sex natürlich wilder, weil ich denke, ich bin ein geiler Hengst, yeah, ich kann das auch richtig gut und ich mache dich richtig glücklich. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch so, lasst uns aber auch mal das machen, worauf wir Bock haben. Das war ja wie eingangs zu sagen, ich habe einfach Lust, ganz einfachen Sex zu haben. Ich möchte jetzt hier auf der Couch gerne einfach nur dich kurz irgendwie ein bisschen ausziehen und ich mich auch und dann einfach mit dir schlafen. Und das dauert jetzt nicht 2 Stunden, sondern es dauert 7 Minuten. Ich habe keine Ahnung irgendwie. Aber das ist für uns, das ist vielleicht nochmal was, das ist für uns Männer genauso erfüllend wie eine extrem schöne 2-stündige erotische Abend, wo wir uns massieren, einölen und alles Mögliche, was auch total schön ist. Und für die Frau per se das sinnlichere Erlebnis ist, sind wir Männer danach, böse gesagt, gleich befriedigt. Ich glaube, da ist es dann auch total schön, wenn man für sich als Paar die Abwechslung entdeckt, ne? Das ist, also das bedeutet ja nicht, dass ich da ein Muster einspielen muss, nur weil jetzt eben das mal 7 Minuten gedauert hat, wird es ja jetzt nicht in Zukunft auch 7 Minuten dauern, sondern da offen zu sein als Paar, auch unterschiedliche Sachen zu erleben und sich da auch mal unterschiedlich zu entdecken. Also ich selber finde es ja auch toll, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, mal ganz verschmust zu sein, mal ganz zärtlich zu sein und dann wieder auch rum, aber auch wild zu sein, auch dreckig zu sein und mit diesen Rollen auch zu spielen. Ja, Entschuldigung. Ich bin kurz abgelenkt gewesen. Ja, das ist ja gut. Ja, ich denke halt irgendwie, das ist so wichtig, dem anderen Raum zu geben für das, was für ihn wichtig ist. Also, und das auch zu akzeptieren, dass vielleicht Männer einfach gestrickt sind und natürlich aber auch dem Mann irgendwie beizubringen, dass er was davon hat, wenn er von seinem, bin aber auch nach 7 Minuten genauso befriedigt wie nach 2 Stunden, dass er aber mehr davon hat letzten Endes, weil wenn die Partnerin ja auch auf ihre Kosten kommt, also jetzt nicht nur höhepunktmäßig, sondern das Gesamte drumherum, Frauen spielt ja, glaube ich, einfach mehr eine Rolle als nur der Höhepunkt in einer sexuellen Aktivität, hat er ja auch, wenn es eine Partnerschaft ist, hast du ja eine viel glücklichere Partnerin dann einfach. Und dann ist es vielleicht ein ganz tolles Zeitinvest, was der Mann da machen kann, um die Beziehung einfach auch noch viel runder zu gestalten. Ich glaube, das ist sowas wie, ich nenne es mal Neugier auf beiden Seiten, wäre total toll. Ja, und den anderen auch mitzunehmen in so ein Abenteuer. Also jetzt gar nicht lang fragen, sondern einfach auch machen. Also beispielsweise als Frau auch dem Mann mal dieses Abenteuer dann zu schenken, dass man jetzt mal vielleicht eine ausgefallene Massage macht oder dass man ein Fesselspiel mal macht oder irgendwie sowas, worauf man selber jetzt gerade Lust hat, dass man den anderen einlädt, mitzukommen. Ich glaube, was uns Männer da sehr schnell abturnt, ist das Gefühl der Verpflichtung. Ach, jetzt muss ich ja wieder das und das und so machen, weil sie das ja so möchte. Und da ist, glaube ich, so die Kunst eben das, was du gesagt hast, so ein bisschen des Spiels, ne? Also, dass man das als etwas total Schönes begreift und vielleicht auch etabliert kriegt innerhalb der Beziehung, auch wenn es am Anfang vielleicht hakelig ist, weil ich bin es ja gewohnt, das immer so und so und so zu machen. Das ist mit der Erkenntnis dessen, dass Mann und Frau da, glaube ich, wirklich ein bisschen anders ticken, aber auch der Neugierde zu erfahren oder es zu spüren, wie der andere das ja total gerne macht und daraus Gewinn zu schlagen,
ist, glaube ich, so der beste Weg. Ja, das wünsche ich mir sowieso für alle Paare da draußen, für alle Singles da draußen, ein wenig mehr Leichtigkeit in das ganze Thema Sexualität zu bekommen. Aber du hast ein sehr schönes Schlusswort gefunden. Das freut mich sehr. Ich finde, dabei können wir es auch an der Stelle belassen. Oder möchtest du ganz gerne noch etwas hinzufügen? Ich habe jetzt ja die Chance. Das ist cool. Den Frauen ein Plädoyer an die Frauen für uns Männer. Ja, also ich habe das, glaube ich, gerade eigentlich schon so, was mir wichtig ist, konnte ich ja jetzt hier echt schon sagen. Ne? Also ich finde es halt einfach so toll, wenn ich jetzt, spreche ich jetzt mal für uns, dass du ja eine Akzeptanz für meine männliche Einfachheit mitbringst und mir aber auch total spielerisch zeigst und mit einer Leichtigkeit, was es noch für Möglichkeiten gibt und wie schön du das dann findest. Und den Druck aber meistens dann ja doch rausnimmst und mir nicht die Pistole auf die Brust setzt und sagst, boah, das müssen wir jetzt aber auch mal so machen oder ich will das jetzt auch mal so. Das sind so diese Will, Müssen. Ich glaube, das macht es dann einfach immer alles verkrampft und nicht so schön. Und deswegen, Sex soll ja nicht nur der Fortpflanzung dienen, sondern unheimlich viel Spaß machen. Ja. Spaß hat man nicht, wenn man auf Zwang etwas tut. Das wäre so mein Plädoyer. Gibt uns Männern da die Leichtigkeit und die Möglichkeit auszuprobieren, aber nicht auf Druck. Und ja, was du ganz toll gesagt hast, irgendwie bestätigt uns. Mhm. Gibt uns das Gefühl, wir sind die Tollsten, weil auch wenn wir oft so tun, als wären wir die Tollsten, wissen wir, ist das manchmal doch so ein Schutz vielleicht auch eher. Ja, ich glaube, das ist mit einer der höchsten Werte von Männern, neben Freiheit auch Bestätigung zu bekommen. Anerkennung, na klar. Also ja. Macht uns Komplimente. Danke. Ja, danke dir, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast, mir Rede und Antwort gestanden hast jetzt in dieser Folge. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir einige eurer Fragen, die so aufgekommen sind, damit beantworten konnten. Wenn noch offene Fragen geblieben sind, dann könnt ihr mir die sehr gerne schreiben an die E-Mail-Adresse podcast@emotion.de. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge mit auch einem sehr interessanten Thema, was einige Frauen da draußen bewegt und wofür sie Lösungen suchen, und zwar das Thema Schmerzen beim Sex und woran das liegen kann. Diesem Thema werden wir uns in der nächsten Woche widmen und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Woche und sage nochmal Dankeschön. Und jetzt auf in die vollen 7 Minuten. Ach, wir sehen. Tschüss, eure Jana. Okay, vielen, vielen Dank und auf Wiederhören.